Hallo zusammen. Die Produktion eines Filmes ist zweifelsohne kein einfacher Herstellungsvorgang. Je aufwendiger ein Streifen ist, desto mehr Fehler können sich da einschleichen. Stellt euch nur all diese hunderte von Menschen vor, die am Set gleichzeitig herumlaufen. Und genauso viele sind für die Szenerien, Kameras und so weiter zuständig. Selbstverständlich würde irgendjemanden unter solchen Umständen bestimmt ein Fehler unterlaufen. Aber tolle Filmemacher und Schauspieler wären nicht so toll, wenn sie jedes Problem bei der Produktion eines Streifens nicht in ein Glanzstück umwandeln könnten. Also, was sind das für geniale Tricks, die Regisseure bekannter Filme angewendet haben? Seid ihr gespannt? Dann lasst uns loslegen. Kameraleute als Komparsen. Neulich hat der Regisseur des Films Shazam, David F. Sandberg, ein spannendes Video veröffentlicht, das zeigt, wie er Probleme während der Dreharbeiten dieses Superheldenstreifens gelöst hat. Wisst ihr eigentlich, wie der Flugeffekt in Filmen erzeugt wird? Falls ein Schauspieler nicht durch die Wolken, sondern mitten durch ein Einkaufszentrum fliegen soll, schieben in blau gekleidete Assistenten ihn zusammen mit einem speziellen Wagen vor sich her. Nachher werden diese herausretuschiert und das war's. Doch weder dem Regisseur noch irgendjemand von seinem Team ist ein großer Fehler beim Dreh dieser Szenen aufgefallen. Sandberg war so sehr auf die Spezialeffekte konzentriert, die bei Shazams Flug verwendet wurden, dass er die Mitglieder des Kamerateams gar nicht beachtet hat. Sie standen nämlich rechts von der Rolltreppe. Der Fehler wurde erst bei der Nachproduktion entdeckt, als es schon zu spät gewesen wäre, die Szene neu zu drehen. Und da fiel dem Regisseur eine geniale und sehr einfache Lösung ein. Er ließ nämlich den Kameraleuten Einkaufstaschen nachzeichnen, damit sie wie ganz normale Kunden des Einkaufszentrums ausgesehen haben. Und ein paar andere ließ er in Reinigungspersonal verwandeln. So gelang es ihm, die Zuschauer auszutricksen. Kamera im Türknopf. In Matrix gibt es viele coole Szenen und in einer davon wird ein blanker Türknopf in Nahaufnahme gezeigt, nachdem Keanu Reeves als Neo greift. Es geschieht, bevor Neo das Orakel besucht, falls ihr es vergessen habt. Die Wachowskis wollen unbedingt, dass ihr Film eine solche Einstellung enthält, aber es gab ein ernsthaftes Problem, nämlich die Kamera, die im Türknopf auf jeden Fall reflektiert werden würde, weil der Türknopf eben spiegelblank war. Trotz jeder Menge Spezialeffekte, die es in diesem Streifen gibt, suchten die Regisseure nach einer praktischen Lösung. Und sie fanden sie. Ihr werdet nie darauf kommen, was sie getan haben. Um die Kamera zu verdecken, haben sie ihr eine Lederjacke angezogen. Seit es HD gibt, ist es sicherlich viel einfacher als früher, solche Fehler zu entdecken, aber 90% der Zuschauer ist nichts Verdächtiges aufgefallen. Doch wenn ihr wenigstens einmal die Kamera in dieser Szene gesehen habt, wird sie euch jedes Mal ins Auge springen, wenn ihr euch den Film später anschaut. Ups, wir glauben, wir haben gerade Filmmagie zerstört. CGI-Arme. Beim Dreh des Films Catch Me hat sich Hauptdarsteller Jeremy Renner während eines Stunts beide Arme gebrochen. Obwohl er anfangs keine Ahnung hatte, dass er sich schwere Verletzungen zugezogen und den Stunt sogar wiederholt hat, wurde ihm bald klar, dass etwas nicht in Ordnung sei. Letzten Endes ging er ins Krankenhaus, wo er über die Armbrüche informiert und versorgt wurde. Die verletzten Arme wurden natürlich eingegipst und bandagiert. Kurz darauf ist der Schauspieler ans Set zurückgekehrt und hat weitergemacht. Er hatte nicht vor, aufzugeben oder eine Drehpause einzulegen. Im Gegenteil, Renner hat verlangt, dass das Team, das für die Spezialeffekte zuständig war, eine zusätzliche Aufgabe übernahm, nämlich seine Arme durch CGI zu ersetzen. Okay, vielleicht war es nicht nur Jeremys Idee, aber das ist irrelevant. So hat er während der restlichen Dreharbeiten spezielle grüne Ärmel tragen müssen, damit es die Grafiker bei der Nachproduktion leichter hatten. Aber das Erstaunlichste ist, dass man im Leben, und zwar egal wie doll man sich anstrengen würde, nie darauf kommen würde, dass die computergezeichneten Arme unecht wären. Und wir können nur vermuten, wie der Schauspieler so lange mit gebrochenen Armen leben konnte. Wie hat er gegessen? Wie soll man da soziale Netzwerke nutzen, etwas auf Twitter posten oder Fotos ins Netz stellen? Echtes Blut. DiCaprio ist ein hervorragender Schauspieler, der definitiv einen Oscar verdient hätte. Und praktisch jeder seiner Filme liefert eine Bestätigung dafür. Erinnert ihr euch an die Szene aus Django Unchained, in der Mr. Candy Dr. King Schulz und Django zu verstehen gibt, dass er ihre Pläne durchschaut hat? Beim Dreh sollte DiCaprio kräftig mit der Hand auf den Tisch schauen und seine Ansprache fortsetzen. Alles lief nach Plan, aber der Schauspieler traf dabei ein Kristallglas, das selbstverständlich zerbrach. DiCaprio zog sich heftige Schnittwunden zu, fiel aber nicht aus der Rolle. Das Blut also, das auf den Tisch tropfte, war echt. Aber dass es im fertigen Film gelandet ist, ist purer Zufall gewesen. Porks oder Papageitaucher? Beim Anblick dieser Lebewesen aus dem Star Wars Universum, die Porks heißen, wird sofort klar, dass sie mit dem einzigen Ziel erfunden wurden, möglichst viele davon als Fanartikel zu verkaufen. Sie sind so süß, wer hätte denn keine Lust, sich ein solches Figürchen zuzulegen? Ihr solltet aber Lucasfilm und Disney keine Geschäftmacherei vorwerfen. Sie wollen zwar Geld verdienen, aber die Porks sind aus einem ganz anderen Grund entstanden. Sie waren im Drehbuch nicht vorgesehen und keiner hätte gedacht, dass etwas derart Niedliches in Star Wars Die letzten Jedi zu sehen sein würde. Aber als der Regisseur des Films Ryan Johnson auf der Insel Skellig Michael
Michael ankam, um dort zu drehen, stellte er fest, dass sie voller Papageitaucher war. Es ist eine lustige Meeresvogelart. Es stellte sich heraus, dass die Insel ein Naturschutzgebiet war, in dem hunderte dieser Vögel über die ganze Landschaft verteilt waren. Johnson hat sich die Papageitaucher lange angeschaut und überlegt, was er mit ihnen anfangen soll. Man konnte sie nämlich gar nicht loswerden, indem man sie verscheuchte. Die Insel ist ihr Zuhause und die Mitglieder der Drehcrew waren dort ungeladene Gäste. Es wäre auch zu aufwendig gewesen, die Vögel mit Hilfe von Spezialeffekten zu entfernen. Deshalb haben die Macher des Films beschlossen, aus den lästigen Vögelchen eine neue Tierart zu erschaffen. Und so sind die Porks entstanden. Stirnband. Für die einen ist der Film Ananas Express eine Kultkomödie, für die anderen ein leicht verdaulicher Streifen mit infantilem Humor. Wie dem auch sei, dieser Film birgt ein Geheimnis, das nur wenige kennen. Wir reden vom Stirnband, das die Figur von James Franco trägt. Der Schauspieler hat es gar nicht deswegen aufgesetzt, weil er die Anweisungen der Kostümbildner befolgt hätte. Das komische Stirnband musste er wegen einer der zuvor gedrehten Szene tragen. Erinnert ihr euch an die Stelle, wo er gegen einen Baum gerannt ist? Es ist so, dass die Darsteller fast alle Stunts selbst ausführen mussten. Als Ergebnis hat sich einer von ihnen einen Finger gebrochen und Franco hat sich so stark den Kopf gestoßen, dass die Platzwunde auf der Stirn genäht werden musste. Das nennen wir Leidenschaft für den Schauspielerberuf. Nach dem Motto, man kann doch nicht wegen so etwas die Dreharbeiten verschieben. Die Wunde wurde also mit diesem Accessoire verdeckt. Und euch ist der Stirnband wahrscheinlich gar nicht als verdächtig aufgefallen, stimmt? Kaputter Hai. Der Streifen Der weiße Hai ist mittlerweile über 40 Jahre alt, aber er sorgt nach wie vor für den Gruseleffekt. Es ist ein wahres Meisterwerk von Spielberg, aber es ist es durch ein Missgeschick geworden. Für den Dreh wurde ein großer mechanischer Hai konstruiert, der im Film zunächst öfter zu sehen sein sollte. Aber es stellte sich heraus, dass dessen drei Stützen andauernd kaputt gingen und die Attrappe selbstständig ausfiel. Hinzu kam, dass man aus dem Requisit täglich Meereswasser abgießen und es an verblichenen Stellen nachfärben musste. Kein Wunder, dass Spielberg irgendwann die Nase voll davon hatte. Er überlegte, wie man einen Film über einen Hai ohne Hai drehen könnte. Und da ließ er sich von Alfred Hitchcock inspirieren. Statt dem blutrünstigen Raubfisch ständig im Bild zu zeigen, konzentrierte sich der Regisseur auf menschliche Reaktionen, sodass die Zuschauer den Hai ziemlich selten und zwar nur teilweise sehen konnten. Und so ist dieses gruselige Meisterwerk entstanden. Denn davor, was man nicht sehen kann, hat man ja am meisten Angst. Vergessener Satz. Ihr mögt die abendfüllende Verfilmung der Buchreihe Lemony Snicket Rätselhafte Ereignisse vielleicht für einen bleichen Schatten der Netflix-Reihe halten, aber ihr müsst zugeben, dass der Film eigentlich ganz gut ist. Sowohl die Schauspieler als auch die Szenerien sind gar nicht so schlecht. Vor allem Jim Carrey, der da brilliert. Der Streifen ist also durchaus sehenswert, auch wenn er nicht mehr der neueste ist. Und übrigens, solltet ihr irgendwann mal Lust haben, euch diese Verfilmung nochmal anzuschauen, achtet auf die Szene, in der Graf Olaf die Baudelaire-Kinder kennenlernt. Ihr werdet bestimmt nie darauf kommen, dass Jim Carrey beim Dreh dieser Szene einen Hänger hatte. Aber als versierter Schauspieler und glänzender Improvisator ließ er sich nicht eine einzige Sekunde davon beirren. Statt den Drehprozess zu unterbrechen und sich zu entschuldigen, bat er Liam Aiken, der Klaus spielte, seinen letzten Satz zu wiederholen. Wait, let me do that one more time. Give me the line again. Quickly, while it's fresh in my mind. Our parents just died? Wenn ihr euch diese Szene ganz genau ansehen würdet, würdet ihr erkennen, dass Carrie irgendjemanden im Off Handzeichen gibt. Sie galten vermutlich jemanden aus dem Drehteam, aber Jim hielt mit Aiken Blickkontakt, was den Regisseur ermöglicht hat, diesen Take für den Film zu verwenden. Das Drehmaterial musste sicherlich ein wenig angepasst werden, aber am Ende ist daraus eine völlig authentische Szene geworden. Ein Glück, dass Graf Olaf laut Drehbuch ein durchgeknallter Schauspieler ist. Banana? Digitale Technologien. Nachdem die erste Star Wars Trilogie erschienen ist, haben sich die Fans eine bestimmte Meinung darüber gebildet, wie die Filme aus dem Star Wars Universum sein sollten. Und nachdem George Lucas begann, immer häufiger moderne digitale Technologien einzusetzen, waren viele enttäuscht, und das nicht ohne Grund, zugegeben. Doch das Greenscreen-Verfahren ermöglicht dem Regisseur, einige Szenen bei der Nachproduktion zu verbessern. Da fast alle davon vor einem Greenscreen gedreht wurden, konnte er jeden computergezeichneten Hintergrund einfügen, den er wollte. Als Lucas zum Schluss kam, dass irgendeine Szene nicht gut genug wäre, wandte er einige fortgeschrittene Technologien an, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Wie? Indem er verschiedene Takes zusammenfügte. Ja, die Figuren scheinen im Bild miteinander zu reden und sich sogar gegenseitig anzusehen, aber in Wirklichkeit sind es zwei Aufnahmen, die zu einem Gesamtbild zusammengefügt wurden. Es ist sehr praktisch, wenn während der Dreharbeiten ein Schauspieler gepatzt und sein Partner im Gegenteil eine glänzende Leistung hingelegt hat. Vermutlich ist es auch unmöglich, bei jedem Take festzustellen, ob er aus einem Stück gedreht oder zusammengesetzt ist. Im Grunde ist es ein genialer Trick. Aufnahmen im Schatten.
Anfangs schien die Idee, Marlon Brando zu den Dreharbeiten für den Film Apocalypse Now heranzuziehen, perfekt zu sein. Seine Teilnahme war nur am Ende des Films erforderlich. Und Francis Ford Coppola hat mit Brando ausgemacht, dass er auf den Philippinen später eintreffen durfte. Coppola verlangte aber, dass Brando vor dem Drehbeginn abnimmt, da seine Figur kränklich und erschöpft wirken sollte. Außerdem musste der berühmte Schauspieler das Buch von Joseph Conrad lesen, das den Drehbuchautoren als Vorlage gedient hat. Aber als Brando zu den Dreharbeiten erschien, stellte sich heraus, dass er gar nicht abgenommen, sondern im Gegenteil zugenommen hat. Darüber hinaus hat er weder Conrads Erzählung noch das Drehbuch gelesen. Es war ein echtes Desaster, aber der große Regisseur wäre nicht groß gewesen, wenn er nicht aus jeder Situation einen Ausweg hätte finden können. Um Brandos korpulente Statur zu kaschieren, wurde er in Schwarz gekleidet, sowie hauptsächlich im Schatten, und zwar nur seinen Oberkörper oder in Nahaufnahme gefilmt. Und obwohl es nur eine Notlösung war, hat der Film zweifelsohne davon profitiert. Horror has a face, and you must make a friend of horror. Hey Leute, Schluss mit Faulenzen, es ist Zeit, das Hirn aufzuladen. Willkommen bei Braintime. Unglaubliche Ereignisse der Vergangenheit, Gegenwart und sogar der Zukunft. Wissenswertes über Natur- und Tierwelt. Schockierende Fakten und ungelöste Geheimnisse. All dies und doch vieles mehr erwartet euch auf unserem Kanal. Abonniert uns, ihr werdet es nicht bereuen.